Am schmutzigen Donnerstag haben sich die Kessler am 5 Uhr am Morgen auf dem Friedhofsplatz Solothurn versammelt. Nach dem Startknall ist es mit dem Zeichen vom Oberkessler losgegangen. Gerüstet mit Glocken, Rätschen, Trommeln und sonst selber gemachten Lärminstrumenten haben Tausende von Kessler die Fasnacht in Honolulu eingeläutet. Guten Morgen! Hallo zusammen! Oberkessler Marco Lupi, wie sieht's aus? Das Kessler hat er noch nicht verliert. Nein, es läuft gut. Es wissen alle noch, was sie machen müssen. Ich bin sehr zufrieden. Was kannst du uns über Kesslerrouten sagen? Ist etwas Spezielles nach langer Zeit? Nein, wir machen hier keine Experimente, das mal nach einem Jahr Pause. Aber der Kronenstutz kommt dann auf, das freue ich mich natürlich immer sehr. Wie wichtig ist Kessler für die Solothurner Fasnacht? Es ist der Auftakt, es ist ganz ein wichtiger Anlass. Es ist der erste Moment, wo wir die Fasnacht richtig einläuten. Und von dem her jetzt einen höheren Stellenwert. Traditionsgemäß gehört zu einem richtigen Kesslertönü ein weißes Nachthemd, eine Zipfelmütze und ein rotes Halstuch. Aufmögen! Ja, ja, unbedingt! Und was hast du dabei hier aus der Küche etwas wirklich zum Lärmen machen? Ja! Das Einzige, was ich auch singen konnte. Bist du geweckt worden oder hast du allein aufmögen diesen Morgen? Allein, ich konnte aufstehen, ja. Hast du dich gefreut? Ja, ja. Schönen guten Morgen, aufmögen! Ja, ja, klar, ohne ja. Problem. Was habt ihr mit gerade zum Lärmen machen? Ratschen und Bier. Und was gibt es nach der Fasnacht, nach der Kesslerrouten? Ja, Bier. Keine Mehlsuppe. Mal, das auch, natürlich. Ja, schöne Fasnacht. Ja, merci, gleichfalls. Was machst du mit Lärmen? Glocken, wie sich das gehört hier. Hauptsache Krach. Tipptopp. Was machst du nach der Kesslerrouten? Geh bügeln. Dem Fall. Gutes Bügeln, gute Fasnacht. Merci. Ich war letztes Jahr auch an den Kesslerrouten gesehen, aber dann mussten wir selber einen Kesslerrouten machen, weil es eigentlich keine gegeben hat, offiziell. Aber was machst du dieses Jahr lärmen? Ich mache das mal mit einer Glocke. Das ist so eine Kuhglocke. Wie beim Schauenurzli, nur eine kleinere. Okay. Aber Lärm ist Lärm, das ist gut. Was machst du nach den Kesslerrouten? Ja, ein Mäuerli. Mäusuppe? Ja, natürlich. Tipptopp. Und dann auch bei uns Kesslerheimli abziehen. Tipptopp, schöne Fasnacht. Merci, gleichfalls. Tschüss. Guten Morgen. Morgen. Aufmögen. Ja. Kessler hat er noch nicht verliert. Nein. Was machst du mit Lärmen? Wätschen. Tempo. Was machst du nach der Kesslerrouten? In die Schule. In die Schule? Keine Maussuppe mehr? Mal das schon noch. Erst Nachmittag. Mit was machst du Lärmen? Mit der Rätschen. Und was machst du nach der Kesslerrouten? Ja, sicher eins ziehen und dann gleich noch arbeiten heute. Oh. Kesslerrouten noch nicht verliert? Und was machen wir nach der Kesslerrouten? Maussuppe essen. Und dann arbeiten? Nein, ich nicht. Hast du noch nicht verliert? Nein, sicher nicht. Jetzt gibt mir jetzt recht Gas. Tipptopp, was machst du Lärmen?
mit etwas, das nicht so schwer ist am Morgen früh. Tipptopp. Wo geht's für die Nacht noch essen daher? Ja, irgendwo nehmen, wo es noch Platz hat und noch ein bisschen Maulsuppe fertig ist. Was machst du da Lärm? Das ist ein alter Wasserkanister mit Kugeln drin. Nicht schlecht. Wo geht's für dich nach der Kessel daher? Ja, geh Maulsuppe essen, ist klar. Und das Bier, einfach mal einen Durst. Nachdem die ganze Stadt verwacht ist, gibt es am 6. in allen Fasnachtsbeizen die traditionelle Maulsuppe zum Aufwärmen und Geniessen. Schönen guten Morgen! Und aufmögen! Na klar! Was machst du Lärm heute? Mit einer kaputten Glocke inzwischen! Okay, so Lärm gemacht! Ja, ich hab's probiert! Wo geht's für dich nach der Kessel her? Natürlich eine Maulsuppe gegessen! In dem Fall schöne Fasnacht! Gleichfalls! Danke! So laut, wie die Kessler Lärm gemacht haben, hat man das Gefühl gehabt, sie haben nicht nur die Fasnacht eingeläutet, sondern auch das Corona vertrieben.